Ich möchte dir etwas zeigen, was nicht lebenswichtig ist, aber mir persönlich macht es viel Freude. Und das bedeutet, wie kann ich den Kopfzeile hier ändern und für mich selbst anpassen bei Google. Es hat die Möglichkeit, vorgemachte Fotos auszuwählen, aber ich möchte etwas Persönliches, was wirklich nur für mich ist. Und ich möchte dir zeigen, wie man das machen kann. Als erstes machst du einen neuen Tab und du schreibst hinein bit.ly/Classroom-Kopfzeilenvorlage. Wenn du darauf klickst, kannst du automatisch eine Kopie erstellen. Ich habe das so gemacht für dich, dass es hellgrün ist und deshalb weißt du, da ist etwas und das kannst du bearbeiten. Als erstes würde ich dir raten, einen rechten Knopf auf die rechte Maustaste zu drücken. Hintergrund macht das transparent und jetzt weißt du, das kannst du mit Bildern, Schrift oder Informationen, was du möchtest, auffüllen. Ich werde jetzt mal einen Bitmoji von mir selbst hineintun. Sagen wir diese. Ich kann das hineinschmeißen. Und dann habe ich hier ein Foto von mir selbst. Rechte Maustaste. Ich gehe in den Hintergrund. Ich werde etwas auswählen. Es ist besser, wenn du den Verlauf nimmst. Die sieht einfach schöner aus. Und du kannst, wenn du noch etwas extra machen möchtest, kannst du bei Benutzer definiert, du kannst verschiedenen sogenannten Farbverlaufstops hinzufügen und dann diese Stops ändern und dann sieht es ein bisschen noch spannender, wenig cooler aus. Nachdem ich das gemacht habe, sieht das Ganze jetzt so aus. Ich gehe auf Datei, ich lade das herunter als ein Bild. Das ist jetzt unten angekommen, dann kann ich zurück auf Geschichte, ich gehe auf Anpassen und Foto hochladen. Ich kann das nehmen, hineinziehen und das ein wenig erhöhen, damit das Ganze drin ist. Ich wähle das als Kursdesign aus und da bin ich. Ich bleibe bei dem Farbdesign, bei dem Hellblau und ich habe meine Geschichte-Klasse jetzt mit meinem Foto. Später werde ich das ändern, weil so exhibitionistisch bin ich nicht. Aber ich wollte dir zeigen, wie das funktioniert. Hier ist es. Englisch habe ich schon gemacht und ich glaube, ich werde das bei auch bei anderen Fächern machen. Ciao!